Christi, wir sind jetzt beim Schwarzen See im Naturpark Sölktäler. Und wie wir da hergekommen sind, das zeigen wir dir jetzt. Vom Parkplatz bei der Breitlahnhütte führt eine breite Straße, eine befestigte Straße hier zum Schwarzen See. Ja, man kann den Weg im Prinzip überhaupt nicht verfehlen. Man geht die Talsohle entlang und erreicht dann als erstes Ziel einmal den Schwarzen See. Ein sehr idyllisches Platzerl, das sich perfekt für eine Pause eignet. Wer noch ein bisschen weiter gehen möchte und ein paar Höhenmeter vielleicht dazu machen möchte, der sollte dann zur Butzentalalm raufwandern. Das ist dann Talschluss drinnen mit einer Einkehrmöglichkeit direkt bei der Hütte der Butzentalalm. Ich würde sagen, schaut euch dieses Platzerl an. Alles Liebe, ciao, baba.